Willkommen im Blog Maria Magdalena. Es geht in diesem Blog um die Maria Magdalenenkirche hier in Eberswalde. Sie ist derzeit eine Baustelle, denn es hat am 2. Dezember hier gebrannt. Und nun wird alles wieder vorbereitet, dass die Kirche wieder gebraucht werden kann. Ja, im Augenblick läuft die Baustelleneinrichtung und ich will euch zeigen, was alles getan werden muss, dass überhaupt die Reinigung, die Brandreinigung hier passieren kann. Also kommt mit in die Kirche, ich zeige euch einiges. Vom Brand her liegt überall in der Maria Magdalenenkirche Ruß, eine komplette Rußschicht. Auch die Orgel ist davon betroffen und deshalb müssen die Orgelbauer jetzt die Pfeifen ausbauen, damit die Pfeifen extra gereinigt werden können. Und so sieht die Orgel aus, wenn sie keine Pfeifen hat. Ich habe das auch vorher noch nie gesehen. Das hat die Eberswalder Orgelbauwerkstatt erledigt. Ja, und dann musste die Baustelle eingerichtet werden. Die Firma Belfor hat dazu einen Waschwagen aufgestellt und Toilettenhäuschen und einen Bauzaun errichtet, der rund um die Baustelle führt. Und dann wurden auch Container aufgestellt. Und in diesen Containern wurden die verschiedenen Abfälle gesammelt, die im Laufe des Baus anfallen. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde feiert am 5. Juni 2020 in dieser Phase eine Andacht zum Baubeginn. Das ist in dieser Zeit der Corona-Pandemie nicht ganz leicht. Immerhin ist es gerade wieder erlaubt, mit bis zu 150 Personen im Freien zusammenzukommen. Jeder trägt sich am Eingang in die Anwesenheitsliste ein und das Absperrband markiert den Festbereich. Der Posaunenchor der Evangelischen Stadtkirchengemeinde übernimmt die musikalische Gestaltung der Andacht. Bischof Christian Stäblein ist aus Berlin angereist und Pfarrer Christoph Brust vertritt den Kirchenkreis Barnim. Vertreter der Stadt, des Landesdenkmalamtes und des Landkreises, angeführt von Herrn Landrat Daniel Kurt, wohnen der Andacht bei. Ebenso sind Vertreter der beteiligten Firmen gekommen und auch viele Eberswalder lassen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Pfarrer Hans-Peter Giering hält die Ansprache zu einer Stelle aus dem Römerbrief. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Pfarrer Christoph Brust und Bischof Stäblein sprechen ein Grußwort, bevor dann Bischof Stäblein den Segen für die Bauarbeiten der Kirche von Gott erbittet. So ist ein guter geistlicher Rahmen gesetzt für dieses ganz besondere Bauvorhaben. Die Firma Belfor hat hier am Eingang der Brautkapelle eine Schleuse eingerichtet. Da werden die Arbeiter hineingehen, in der Brautkapelle sich umkleiden, in der Schutzausrüstung dann die Kirche betreten und nachher dann ebenfalls so die Kirche wieder verlassen, damit keine Gifte nach außen dringen. Hier sehen wir die Mitarbeiter der Firma Belfort, wie sie dabei sind, die Kirchenbänke vorzureinigen. Die gereinigten Kirchenbänke werden dann ausgebaut und ins Seitenschiff verbracht und dort gelagert, bis sie dann später wieder an einen anderen Ort in der Kirche aufgestellt werden. Die Kirchenbänke verbleiben in der Kirche, damit sie sich nicht verziehen. Anschließend werden alle Schränke beräumt. Das geschieht in Zusammenarbeit der Mitarbeiter der Kirchengemeinde mit den Mitarbeitern von Belfort. Und die ganzen Schränke werden ausgeräumt. Hier ist der Paramentenschrank, der sich in der Sakristei befindet. Aber auch die ganzen Noten und auch die Verkaufsgüter werden ausgeräumt. Das meiste wird entsorgt, aber natürlich alles, was gereinigt werden kann, wird dann zur Reinigung der Firma Belfort übergeben und kommt anschließend in gereinigten Zustand zur Kirchengemeinde zurück. Also hier nochmal ein Blick auf die Dinge, die wir jetzt im Hof des Gemeindezentrums zusammengetragen haben. Sie werden jetzt so ungefähr 2 Tage stehen und die Sonne soll ganz viel raufscheinen und der Wind, der soll die ganzen Brandgerüche hier davon tragen.
Tatsächlich ist das ein Teil der Reinigung, dass die so in dieser Weise auch vonstatten geht. Hier drüben auf der anderen Seite haben wir einige Gitter, die sind von den Fenstern in der Maria-Magdalenen-Kirche. Und sie sind dort ausgebaut worden, damit die Feuerwehrleute besser an die Brandstelle herankommen. Später müssen sie wieder eingebaut werden und solange lagern wir sie hier auch. Allen größeren Dingen, die sich in der Kirche befinden, wird ein Platz zugemessen. Hier ist zum Beispiel das Chorpodest, das in den Heizungsraum, also in die Sakristei, eingelagert wird und dort verbleibt, bis es dann gereinigt wird und an einen anderen Ort wieder verbracht wird. Die Stühle und die übrigen Möbel werden dann aus der Kirche in ein Lager gebracht, mit einem Fahrzeug, das Belfort hier geordert hat und die hier gerade sorgfältig verladen werden, damit alles gut erhalten bleibt und dann in gereinigten Zustand wieder zurückgebracht werden kann. Die Restauratorin Annette Sturm hat die Restaurierung des Altars und der beiden Andachtsfiguren im Chorbereich der Maria-Magdalenen-Kirche übernommen und ist hier gerade dabei, den Altar so vorzubereiten, dass er dann auch eingehaust werden kann. Dazu werden die beiden Seitenteile mit den Figuren Glaube und Hoffnung abgenommen und dann in ihre Werkstatt verbracht, dass sie dort restauriert werden können. Der verbliebene Altar wird dann vorbereitet, dass er eingerüstet werden kann, dass sie dann hier am Altar auch während der Reinigungsarbeiten der Firma Belfort noch arbeiten kann. Die Holzrestauratoren der Restaurierungswerkstätten Berlin, die ja auch schon das Kirchengestühl vorsichtig ausgebaut haben, dass es eingelagert werden kann, die sind jetzt hier dabei, die Chorwangen von der Wand abzurücken im Chorraum und dann einzuhausen. Die sind so groß und lang, dass sie in der Kirche verbleiben sollen, weil sie sonst die Gefahr ergeben würde, dass sie sich verziehen. In diesem eingepackten Klotz hier befindet sich die Taufe. Unsere ganz alte Eberswalder Bronzetaufe bleibt also in der Kirche und dieses Baugeschehen, das findet direkt darum herum statt. Nun ist das gesamte Mittelschiff leergeräumt. Auf den leeren Fußboden des Mittelschiffs werden jetzt Filzmatten ausgelegt und auf die Filzmatten obendrauf werden OSP-Platten zurechtgeschnitten und dem Fußboden angepasst. Und die sind dann dazu da, dass das Gerüst dann den Fußboden nicht beschädigt. Die Firma Lindemann beginnt jetzt mit dem Gerüstbau und fängt am Altar an, damit die Restauratoren noch einmal vor dem großen Gerüstbau den Altar an allen Punkten sehen kann. So, vielen Dank für euer Interesse für die Bauvorbereitung. Es geht dann natürlich weiter mit dem Gerüstbau in einem weiteren Video. Das könnt ihr euch dann wieder anschauen. Am besten ihr abonniert den Blog und dann erfahrt ihr jeweils, wann wieder ein neues Video eingestellt ist. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann macht diesen hier, den Daumen nach oben und gebt uns das Zeichen, dass es euch gefallen hat. Für heute wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen im Blog.